Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 3. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, wir dürfen wieder Carlos spielen. Ich freue mich, denn wir müssen Jill retten. Sie wurde infiziert und wir sind hier gerade mit ihr im Krankenhaus und suchen nach dem Impfstoff. Und wo sollte man ihn schon finden, wenn nicht im Krankenhaus? Tür ist zu, das ist gut. Keine Besucher. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. So. Schauen wir uns hier mal um, ob wir hier noch irgendwo Lektüren finden. Oder Mr. Charlie-Figuren oder Erste-Hilfe-Spray. Das hilft ja bei allem. Warum gibt es dann überhaupt Krankenhäuser? Ihr müsst noch Akten liegen, Leute. Was ist das denn für ein Krankenhaus hier? Noch nicht mal hier so einen schönen Flyer? Nee. Nix gibt's hier. Hier sollen wir einen Impfstoff finden. Gucken wir überhaupt mal, ob es hier im Raum noch was gibt. Okay, da sollen wir lang. Na, ihr wartet auch, bis ihr behandelt werdet. Ja, das. Oh, hier brauchen wir einen Dietrich. Den haben wir mit ihm ja noch gar nicht. Müssen wir ja nachher noch mit Jill lang. Oh, es gibt tatsächlich eine Broschüre. Wie schön. Spencer Memorial Broschüre. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City. Die Spitze der Wissenschaft. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unserer hochmodernen Ambulanz und der geräumigen Bettenstation verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die die Medizin in den Vereinigten Staaten und auf der Welt reformieren werden. Ich habe keine Zeit dafür. Dafür gehst du aber gemütlich spazieren. Moin, hier. Tablette gegen Kopfschmerzen. Auch für dich. Ah. Die Waffe ist registriert, ich darf die haben. So wie der umgekippt ist, lebt er doch noch. Das habe ich mir gedacht. Leute, Leute, Leute. Aha. Der steht jedenfalls nicht mehr auf. Sieht sehr blau aus, das rote Kraut. Das Rotkohl, Blaukraut. Wir haben das Geheimnis gelöst. Leute, esst euren Rotkohl. Hallo, jemand hier? Suche einen Impfstoff. Nur mit Termin. Jemand seinen Hut vergessen. Hier bräuchten wir schon wieder einen Dietrich. Hey! Bestrahlung ist noch nicht fertig. Geh wieder zurück ins Zimmer. Oder wo du hergekommen bist hier. Die kam hierher? Haben wir die vorhin übersehen?
Also, links haben wir nochmal einen Koffer. Da haben wir auch einen Koffer. Na, dir scheint es nicht mehr so gut zu gehen. Eine Mr. Charlie-Figur. Können wir direkt mal notieren. Impfstoff. Wir finden einen Kassettenrekorder. Soll ich hier mein Anliegen reinsprechen? Na, falsche Taste, Entschuldigung. Impfstoff. Ein Abspielgerät für Audiokassetten. Sie müssen eine Kassette einlegen, um sie anzuhören. Wir haben keine Kassette. Na toll. Hier liegt noch eine Akte rum. Das Pflegertagebuch vom 25. September. Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen Ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir Sie in Zwangsjacken stecken und Sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Na, hier muss aber noch mehr sein im Empfang. Okay. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür! Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wofür wir den Kassettenrekorder hier haben. Wir finden nochmal grünes Kraut. Gut, weiter geht's. Können wir das mischen? Wir hatten noch so viel rotes Kraut. Ja, komm, wir mischen das. Wir laden hier auch gleich nochmal nach. Dann haben wir vielleicht auch nochmal... Ne, das sind nur 4 Schuss. Moin! Kugelsicheres Glas, hä? Was mit dir? Hab ich mir gedacht. Jeden anfixen hier. Nicht, dass davon noch einer lebt. Wie er hier zum Beispiel. Das habe ich mir gedacht. Die tun ja immer nur so. Simulanten. Fräulein. Noch einen hinterher. Und noch einen. So viel zum Thema Ressourcenmanagement.
Nochmal grünes Kraut. Hier brauchen wir wohl eine Sicherheitskarte oder Schlüsselkarte. Aber hier müsste noch was liegen. Bei ihm bestimmt, ne? Irgendwann geht das Glas kaputt. Hau noch lang genug dagegen, dann gucke ich, was da hinten liegt. Wir kommen gleich eh wieder. Ein Teddy. Derselbe Teddy von Evelyn aus dem 7. Teil. Wie kommen wir denn hier in den Innenhof? Da stehen ja auch noch Kräuter. Ah, abgeschlossen. Hier kommen wir auch nicht durch. Mann, jetzt haben wir den Schockmoment verpasst, weil ich hier links geguckt habe. Du bist bestimmt von oben runtergefallen. Was ist das denn für ein Teil? Zum Saubermachen? Da war er aber nicht gründlich. Du lebst doch. Jetzt nicht mehr. Oh, eine Mr. Charlie-Figur versteckt sich hier im Eck. Ich hoffe, wir haben keinen übersehen. Aber wir müssen ja eh nochmal alles zurückgehen, also... Wir brauchen ja die Kassette, wir brauchen ja eine Schlüsselkarte. Da werden wir hier ja nochmal langkommen, ne? Hm. Wir haben diese Barrikade umrundet. Muss mal ganz kurz auf die Karte schauen und hier ein bisschen Übersicht kriegen. Hm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einmal hier im Uhrzeigersinn rum und gucken uns die Räume an. Und wir finden eine Karte des Hospitals, des Krankenhauses. Okay, Aktenraum, Belegschaftsraum, Krankenzimmer, Schwesternstation, Wäschekammer, Behandlungszimmer. Fangen wir doch mal im Aktenraum an. Klingt interessant. Gibt's bestimmt Akten zu lesen. Hm, hier können wir speichern. Hier können wir speichern. Was liegt denn hier? Sturmgewehrmunition. Grünes Kraut. Hier können wir speichern. Hier können wir lagern. Und wir finden das Pflegertagebuch vom 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, mussitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise eine Infektion? Haben alle Antiseptika ausprobiert? Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen. Viel Spaß dabei.
Nun, dann würde ich mal sagen, sortieren wir noch mal ein wenig unser Inventar. Wir haben so viel bei uns, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, so dürfte es gut sein. Ach, wir könnten auch noch mal ein bisschen mischen, wo ich das hier so sehe. So. Haben wir noch ein paar gemischte Kräuter. Und 5 Plätze frei im Inventar. Also, der Aktenraum ist unser Speicherraum. Haben wir hier noch irgendwo eine Mr. Charlie-Figur? Noch mal rumgucken. In die dunklen Ecken. Anscheinend aber nicht. So, Belegschaftsraum. Mein Gott, holt euch mal einen neuen Hausmeister. Der verarscht uns doch. Gleich steht er auf. Ich wette es. Ich wette es. Oder er vielleicht. Er sieht auffällig aus. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, die Dokumentierung der Pfleger ist auf jeden Fall gut. Hier finden wir sehr viele Pflegertagebücher, diesmal vom 29. September. Wir haben es versucht, ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie draußen hören, das Kreischen, aber niemand von uns will da rausgehen, denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich will nicht aufhören zu zittern, aber ich will... ich kann nicht aufhören zu zittern, aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter über uns fliegen gehört und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten, ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder und das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreien in unseren Herzen. Wir verlieren hier alle langsam den Verstand. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota, es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilf! Hat das eh nicht mehr schreiben können. Ach, schon wieder ein Dietrich. Okay. Der wollte uns überraschen. Da sind wir ihm zuvor gekommen, würde ich sagen, ne? Wir finden ein Memo der Verwaltung. Hier finden wir echt viele Dokumente, Leute. Regeln zur ID-Karte. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karte in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank, die Verwaltung. 20. September. Schlüssel der Umkleide vermisst. Der Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihn am Ende Ihrer Schicht auszuleihen. Die Verwaltung, 24. September. Okay.
Der Schlüssel zu diesem Raum ist im Innenhof. Da brauchen wir einen Dietrich. Und ich brauche mal einen Kaffee, Leute. Auch im echten Leben hier. Ah, so. Also hier kommen wir aktuell nicht weiter im Belegschaftsraum. Dann schauen wir mal, was in der Schwesternstation los ist. Na, von hier kommen wir nicht durch. Da müssen wir doch den Weg durch die Mitte nehmen, nehme ich mal an. Kommen wir von hier irgendwie in den Innenhof? Aber erstmal alles zu seiner Zeit. Wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist der Schwesternraum. Okay. Und dahinter ist irgendwas los, das höre ich doch. Können wir keine Zeitung lesen? Haben wir hier gerade schon wieder einen Mr. Charlie gehört? Aber manchmal klappern die Waffen, die wir dabei haben, auch so komisch. Was soll ich da jetzt aufmache, wisst ihr? Können wir wahrscheinlich auch gar nicht. So, hier haben wir ein Safe. Da fehlt uns noch die Kombination. Na, wurde die Kombination hier aufgeschrieben? Wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Notiz über Kassettenaufnahme. Dakota, ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen und mich umzusehen. Was, wer hat denn hier die Textübersetzung geschrieben? Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B. für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche es, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Hallo? Bist du der Hausmeister? Was habt ihr beide da drin gemacht? Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. War er das? Leg dich wieder hin, Schicht ist vorbei. Jetzt steht auch der Hausmeister nochmal auf. Ja, das habe ich mir gedacht. Wieder so ein Simulant. Nicht mit mir, Fräulein. Wer hat denn im Krankenhaus am Krankenbett eine Handgranate? Sowas kann auch nur in Amerika passieren, oder Leute? Oder auch Sturmgewehrmunition. Was man so den Kranken zu Besuch mitbringt.
Was? Da müssen wir hier wohl in die Wäsche. Aber die ist doch zu, die Wäschekammer. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Haben wir irgendwas übersehen? Ah ne, hier müssten wir noch in die Wäschekammer kommen. Und wahrscheinlich von hinten da. Okay, Leute, okay. Einfach nur mal auf die Karte schauen. Hier kommen wir in den Hof, aber ich renne hier oben erstmal alles ab. Nicht, dass ich hier durcheinander komme. Und hier kommen wir auch in den Hof. Hm. Die Wäschekammer ist vor allen Dingen abgeschlossen. Das heißt, wir müssen in den Hof. Welches Fenster nehmen wir? Ich nehme mal das hier. Das ist ein bisschen versteckter. Vielleicht will man ja, dass man das hier übersieht. Finden wir grünes Kraut. Leute, wir haben den Schlüssel. Und da hinten liegt auch noch was. Da müssen wir durch das andere Fenster herunterkommen. Nee, kommen wir nicht. Kommen wir nicht, da ist schon wieder ein Gebüsch zwischen. Wie kommen wir denn dann dahin? Durch dieses Fenster. Okay. Ich muss mal gucken, welches Fenster ist denn das in dieser Ecke? In dieser Ecke ist auch ein Fenster? Hm. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel. Ah, das ist die Tür, die verschlossen war. Die können wir von der Seite jetzt öffnen. So, dann haben wir schon mal das. Jetzt sind wir nur hier wieder im Erdgeschoss. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Was war denn hier? Wieso sind wir noch nicht im OP-Saal gewesen? Was habe ich übersehen? Habe ich hier echt was übersehen? Da kann man ja gar nicht rein. Okay, hier habe ich nichts übersehen. Nur es sah halt hier auf der Karte aus, als sei der die anderen Türen, die sind ja rot markiert. Deswegen war ich gerade etwas irritiert. Gut, wir müssen wieder hoch. Oder? Wofür war der Schlüssel? Für die Umkleide, ne? Locker Room. Also für den Belegschaftsraum. Also übers Dach und dann zum Belegschaftsraum. Was war das? Das habt ihr auch gesehen, oder? Na gut. Ich gehöre zur Belegschaft und will nur in den Belegschaftsraum. Irgendwas klappert hier doch. Ist hier kein Mr. Charlie? Ach, ich dachte, er will uns verarschen. Er trägt Spuren regelmäßiger Verwendung. Wäre auch schlecht, wenn ein Schlüssel das nicht täte.
So, irgendwas Wichtiges müssen wir ja hier jetzt finden. Krankenhaus-ID-Karte von John Welf. Gott, wir haben ja Platz im Inventar. Wie hast du denn da reingepasst? Die passt schon nicht mehr, außer... Nee. Den Schlüssel bräuchten wir nicht mehr. Wir könnten Kräuter mischen. Ah, Blendgranate benutze ich eh nicht. Leute, also lassen wir doch eher die Blendgranate liegen. Ich will eher wissen, was das für Viecher waren, die wir hier gerade gesehen haben. So, mit der ID-Karte. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen überlegen. Mit der ID-Karte konnten wir, glaube ich, jetzt hier in den OP-Saal. Ne, da mussten wir was aufnehmen. Wo brauchten wir hier? Ich glaube, am Laboreingang. Da kommen wir jetzt mit der ID-Karte weiter. Oder, da war ja noch mehr rechts, habe ich gerade gesehen. Noch viel mehr rechts. War das hier? Tür mit Vorhängeschloss. Tür mit Stimmenerkennung. Wir haben doch den OP-Saal übersehen. Nee, da war das mit der ID-Karte. Natürlich, in den OP-Saal. So, wir sind jetzt aber hier oben und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir da mal durchs Fenster hüpfen. Das ist aber gar nicht eingetragen. Hier haben wir... Ach so, das ist der untere Geschoss. Entschuldigung, das untere Geschoss. Aber da kommen wir ja gar nicht hin. Das ist ja ausgegraut. Das ist ja ausgegraut und von hier müssten wir eigentlich in den Innenhof. Stopp, Leute, das sind noch zwei verschiedene Räume. Das heißt hier im Belieb... Achso, einfaches Schloss, klar. Wir brauchen noch den Dietrich. Da speichert das Spiel schon wieder. Oh, ich glaube, wir werden gleich sehen, was das für ein Vieh ist. Ein Hunter, hä? Ja, die sind immer nett, die Hunter. Schneid dir mal die Fingernägel. Wir könnten im Aktenraum nochmal speichern. Ich will hier mal gucken, ob wir irgendwie bei der Barrikade sehen, dass wir da irgendwie runter können. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Also hier hin, bei der Schwesternstation. Ach Leute, ja... Nicht hier lang. Warum nicht? Krieg ich da durch. Wir wollen wissen, was da hinten ist, du Lappen. Mann, du alter Schisser. So, dann hüpfen wir mal von hier in den Innenhof. Was gar nicht so schlau war. Ich hätte vielleicht doch erstmal speichern sollen. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kann er nicht mehr zurückhüpfen. Meine Güte! Hast du Behinderungen oder was? Erst weigert er sich da unten durchzukriechen, dann kann er jetzt nicht mehr übers Gebüsch hüpfen. Jetzt dürfen wir den ganzen Kram nochmal hochrennen. Und nochmal übers Dach.
Leute, wo kommen wir denn da hin? Hey, die haben sich vermehrt. Zu zweit kriegt er doch die Scheibe eingeschlagen. Zu dritt sogar. Gut, wir benutzen jetzt hier einfach mal die ID-Card. Oh, schon wieder grünes Kraut. Sind wir verletzt, dass wir eins nehmen können? Ha, ich kombiniere das mal. Lass das grüne Kraut stehen, dass wir hier eventuell andere Sachen noch aufheben können. Eine Gürteltasche wäre gut zu finden. Was haben wir hier? Blendgranaten, Handgranaten. Brauchen wir die gleich? Also, wenn man viel Munition findet, ist das nie gut. Immer ein Indiz dafür, dass es gleich zu einem starken Kampf kommt. Aber wir finden ein weiteres Dokument. Verlorene Gegenstände. An alle Mitarbeiter. Patienten berichten uns zunehmend von verloren gegangenen Gegenständen. Wenn Sie etwas finden, von dem Sie nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen Sie es nicht mit nach Hause. Bitte legen Sie es in den Safe in der Schwesternstation. Die Kombination des Safes ist 9 im Uhrzeigersinn. Also 9 rechts, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Vielen Dank für Ihre Kooperation. 9 rechts, 3 links, vielen Dank. Okay. 2 Stellen nur? Echt jetzt? Nur 2 Stellen? So, wir finden hier auch nichts. Das heißt, doch, ja, ja doch nochmal grünes Kraut. Das heißt, die Kombination für den Safe ist wichtig. Wir müssen also nochmal in die Schwesternstation. Bis später, Leute. So, Schwesternstation übers Dach und dann geradeaus durch. Aber ich werde vorher im Aktenraum mal ein paar Sachen loswerden, damit wir erstmal wieder was aufheben können. Sonst ist es ja Quatsch. Und ich glaube, ich werde bei der Gelegenheit auch direkt speichern. Denn ich glaube, wir werden hier im Krankenhaus noch eine Weile unterwegs sein. Das werde ich nicht in einem Video schaffen. Zumal wir ja nochmal in den Innenhof springen dürfen. Weil Carlos sich so dumm anstellt. So, wir brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Weg damit. Wir brauchen so viele Kräuter nicht. Handgranaten nutze ich auch ungern. Die Karte, die werden wir noch brauchen. Sonst wäre die auch mit diesem Mülleimer versehen worden. Entschuldigung. Ich klinge schon selber wie ein Zombie, so verschleimt, wie ich aktuell bin. So viel Munition brauchen wir auch vorerst nicht. Behaupte ich jetzt mal. Also eigentlich kann man Munition immer gebrauchen. Aber ich will die jetzt nicht groß mit rumschleppen. Ja gut, dann werden wir hier nochmal speichern. Und dann werden wir uns das Krankenhaus in der nächsten Episode noch ein wenig weiter anschauen. Schauen wir mal, was in dem Safe im Schwesternzimmer ist. Was sich im Innenhof noch befindet. Und wie wir ihn dazu kriegen, da mal unten durchzukriechen. Dieser Feigling. Was für ein Lappen, weigert sich einfach, Befehle anzunehmen. Und sowas nennt sich Soldat. Na gut, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Resident Evil 3 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.